So. Weil ich jetzt das Headset auf 1% gestellt habe, konnte ich jetzt wenigstens ein bisschen den Sound hochdrehen von den Spielen. Und hier habe ich es halt vergessen, sorry dafür. So. Da ist es schon. Ah ja, die Wolfszahn-Quest, diese habe ich gemacht. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Wolfshaut holen und in den Müllwald zu gehen. So. Hier haben wir auch. Man kann dieses blöde Fenster leider nicht schieben. Da müssen wir das große Fenster schieben. Wir haben überall Questgegenstände. Wahnsinn. So, noch 11 Leopardenhaare. Stab der Schatten, Spezialistenpfeil. Hier haben wir Kleidung, 20 Stück und 42 Stammesfeder. Und das Feueramulett können wir auch wegwerfen. So. Jetzt 113.000 Folge. Also hier verdienen wir viel schneller als in Alsius, genau. Ist es nicht drin? Ne. Ach komm. Gerade gute FPS. Aha, das ist eine Beiz. Ein Gasttausch. Ach komm. Muss das so kompliziert sein? Und wir wurden getrennt. So. Leider ein Server Crash. Was ist Server Crash? Wir wurden rausgeworfen. Okay, machen wir weiter. So sieht sie schön aus. Wenn keine Lichteffekte da sind. Ja, die Haare sind ein bisschen eintönig. Aber trotzdem. Sieht am schönsten aus. Blau würde jetzt zu diesem Charakter irgendwie nicht passen. Das wäre auch noch schön gewesen. Grün, weiß nicht. Ich mag grüne Haare irgendwie nicht. Obwohl es eigentlich meine Lieblingsfarbe ist, grün. Mag ich grüne Haare nicht so. Das liegt einfach an der Natur. Also nicht, also, ja, weil es halt einfach nicht so eine Farbe ist, die willkommen ist und so. Gelb haben wir gehabt, also blond. Gelb, ja, für mich ist das Piss in der Haar. Sorry dafür, für die blonde, also gelbe Haare haben. Aber ja, nein, es ist für Haare dann lieber blond für mich. Und ja. Orange würde noch passen, aber das war ja nicht so schönes Orange. Ja. Mal schauen, was ihr so sagt. Könnt mir gerne überzeugen, also ich lasse mich gut überzeugen, wenn es um die Community geht. Mir ist es eigentlich egal, welche Farbe, Haarfarbe sie hat. Trotzdem wollte ich eben mal etwas Neues und ja, mal schauen, wie es euch so geht. Rot ist halt natürlich, also ziemlich natürlich. Und deshalb, ja, habe ich es jetzt mal rot gemacht. So, fast ein Level up. Jetzt gehen wir kurz die PC holen. Und hier haben wir irgendwo noch eine Quest.
komm schon. Steuerung. Oh je. Ich habe die Kamera nicht bewegt. Nordwestlicher Strand, okay. Nordwestlicher Strand, der ist ganz oben. Wir machen jetzt zuerst das Level. Hoffentlich schaffen wir das Level. Aber müsste eigentlich gehen. Sonst gehen wir auch noch Wölfe jagen. Dann haben wir das Level. So. Also wieder zurück. Ja, toll. Ich hätte zurückgeportet, wenn ich zweimal klicke. Eigentlich will ich ja reingehen, aber wenn es immer so eine blöde Verzögerung hat, kann man das schwer. Schade, dass die Flügel sich nicht bewegen. Aber es ist auch nur eine angeklebte Flügel. Also. Ja, nur zu Dekorationszwecken. Ja. Jetzt muss ich noch einen beblümten Busch anklicken. Nervt ein wenig. Ich habe Fable gekauft gestern, habe es schon ein bisschen gespielt bis zur ersten Stadt. Also die Heldengilde habe ich überwunden. Und ich finde es schon recht geil, also vor allem die Quests sind mal etwas anders. Die sind sehr innovativ, vielleicht Let's Play ich es bald. Aber zuerst müssen mal meine Projekte fertig werden, die ich schon ewig lange mache. Und das wird bei Regnum leider nicht, also... mal schauen, ob ich irgendwas anderes beenden kann in der nächsten Zeit. So habe ich jetzt angefangen, Path of Exile. Und später kommt ja das Diablo 3 Let's Play zu Reap of the Souls. Das habe ich übrigens vorbestellt jetzt. Können wir mit Flügel zocken. So ein Tempelritter. Ein Kreuzritter mit Flügel ist schon richtig geil. Und dann, ja. Was ist noch? Nein, ich habe das Ding nicht, das Level gerade nicht. Shit. Ach komm. Leichtes Pferd. Ah ja, Mount & Blade Warband. Ja, das lag mir auf der Zunge. Ja, das wird leider in der Netzzeit auch nicht beendet, also... Wahrscheinlich werde ich einfach ein paar Let's Plays machen, die nicht so oft kommen oder nach Wunsch kommen. Müsste ich schon fast. Oder sie einfach kontrollierter machen, aber da ich eigentlich kein so richtiger Arbeits-Let's Player sein will, sondern eher, wenn ich Bock habe und wenn ich Lust habe und so, möchte ich das auch nicht so unbedingt machen. Ja, das Luxusproblem wieder. Da will ich eigentlich nicht so viel Luxus. Man hat immer Probleme mit dem Luxus. So, du Wuschi. Weltknäuel. Ist die tot? Leopard. Voll toll. Keinen einzigen ist hier am Grasen. Da unten. Ach komm schon. Ja toll. Nur weil ihr nicht da seid. Jetzt werdet ihr so was von zerstückelt. Meine Mut ist riesengroß. So, 6 von 5, 13. Jetzt gibt es Drachprügel. Dämon, zerstör ihn.
Ja, toll. Ja, jetzt muss ich weg. Wieso greifen die schon selbst an? Das nervt. Ja, ich müsste in diesem Spiel gar nichts an der Dinge. Die Monster sind sowieso nie eine Herausforderung. Komm schon. Ach komm. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt wirst du geheilt. Ganz klar. Oh mein Gott, diese Physik in diesem, also diese Spielphysik im Spiel. Ist manchmal schrecklich. Nichts klappt. Oh, ein antiker Stab des Eises. Oh, cool. Aussprechgewindiger plus 1. Ja, Durchbohrungsschaden brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber das ist ja mal schon cool. Krass. Können wir was... Ah ja. Können wir was tragen. Diese zwei Sachen können wir rauslegen. Und dann haben wir noch Arkane Armschienen 64. Ja, ist besser. So, da haben wir hier noch ein Gestein. So, und können... Ja, toll, ein Face. Können den nächsten angreifen. Das ist Kriegermeister. Den will ich jetzt hier nicht anlocken. Ach komm, beschwer doch endlich. Elf und 13. Und schon wieder keine Wölfchen. Hier sind sonst immer so viele Wölfchen. Mist. Hier sind überall am Hang Wölfe gewesen. Sind die hin? Spawnen die nicht richtig? Ich habe mir das Gefühl, auch bei Alcius schon gesehen, dass manche der Monster gar nicht richtig spawnen. Und die machen das Spiel einfach nicht weiter. Die haben aufgehört zu entwickeln. Die haben seit Dezember kein Update mehr gebracht. Haben nur das Weihnachtsevent entfernt, mehr nicht. Ich würde es so gerne kaufen und selbst entwickeln. So gerne. Wenn die überhaupt einen anständigen Editor haben. Ich habe keinen Bock, so zu entwickeln mit Skripten. Ich bin doch kein Skriptmeister. Wer will das schon sein? Skript ist 1980, ja. Aber so wie bei Minecraft, ne. Kein Bock. Da hat man eigentlich nur Texturen und Skripte, mehr nicht. Nur wegen diesem Scheiß Java. Sorry, aber Java ist wirklich veraltet und grässlich und langsam. Weh. Zum Kotzen. Wie viel Schaden macht der Stab? Okay, gleich viel. Und ist für Level 19. Wollt ihr mich betrügen? Die wollen mich wirklich betrügen. Okay, Beschwör braucht eigentlich nicht so viel. Nicht so viel Schaden.